Wir orientieren uns an dem, was die Menschen jetzt ganz dringend brauchen. Das sind die Dinge, die zum Überleben notwendig sind. Zum Beispiel Überlebenssets mit Plastikplan. Wir liefern Decken, wir liefern Entkeimungstabletten fürs Wasser. Trinkwasser ist das wichtigste Gut und deswegen liefern wir auch Wasseraufbereitungsanlagen, damit das Wasser hygienisch, einwandfrei, sauber auch getrunken werden kann. Und das sind wichtige Dinge, damit die Menschen überleben können. Wir haben viele Mitarbeiter in Myanmar vor Ort und diese Mitarbeiter werden uns dann wiederum die Signale senden, wohin die Hilfslieferungen am besten gehen sollen und welche Menschen sie am dringendsten brauchen. Also bedarfsorientiert kommen sie da an, wo die Menschen Hilfe brauchen. I'm standing in Yangon, the capital of Myanmar. The cyclone came through the capital city here. I'm standing in the ruins of a house that once housed this family. World Vision has been here in this area helping this family. I saw today 3,000 people receiving rice from World Vision. All of them had houses damaged just like this family. These are the reasons why we need to respond and be generous. Die Lage ist sehr dramatisch. Es gibt Durchfallerkrankungen bereits. Die Malteser sind an einem Kloster in Laputa, wo 8000 Menschen Zuflucht gesucht haben. Dort haben wir unsere Klinik aufgebaut, um zuerst mal diesen Menschen medizinische Versorgung zukommen zu lassen. Wir werden in Zukunft auch zwei mobile Kliniken starten können, die in die Außenbezirke gehen und in den vielen Camps, die dort sind, auch medizinische Hilfe zukommen lassen. Malteser können bestätigen, unsere Hilfe kommt an. Und wir können auch direkt über unsere Strukturen die Hilfsmaßnahmen verteilen, beziehungsweise die Hilfsgüter verteilen und medizinische Versorgung durch Malteser Personal zukommen lassen. Just tell me how many families live here? All of them are Midazu from here. Midazu are 48 families, Dua. Dua Dias Session. 118 people. Okay. And at night, where do they all sleep? Through all of them are 8. Just inside. Now we are all 8. Yeah, everywhere. Yeah, somebody is sitting. So, what do they need now? What do they need? Adiga. Adiga. A muro. Roof. With saru. Clothes. Sabun. Eating. Food. Food, yeah. Ja, wir können ja einige Sachen anbieten, die wir auf dem lokalen Markt kaufen können. Man sieht zum Beispiel hier Bambus herumliegen, teilweise an den Häusern. Der wird schon verteilt, das heißt, das sind einfache lokale Baumaterialien. Wir können anbieten, dass wir auf dem lokalen Markt Plastikplan kaufen für die behelfsmäßige Abdeckung der Dächer oder im Prinzip diese Palmwedel, die in den Dächer schon traditionell abgedeckt werden. Medizin habe ich schon gesagt, Nahrungsmittel können wir hier anbieten. Ich denke mir, das ist ein guter Platz, wo wir ansetzen können mit unserer Hilfe. Und ich finde es sehr gut, dass die Leute versuchen, sich selbst zu helfen. Das ist für mich ein sehr, sehr guter Ansatz, den wir eigentlich nur unterstützen können hier als internationale Hilfsorganisation. Besser ist, wenn sie sich selbst helfen und wir unterstützen sie, als wenn wir kommen würden als Europäer und als Bürger. ATRA, Malteser, World Vision beliefert die Delta-Region mit Reis. Die Lastwagen kommen durch, die Hilfe kommt an. Zehn deutsche Hilfsorganisationen sind ein starkes Bündnis. Aktion Deutschland hilft. Gemeinsam schneller helfen.